Anfang war es so, dass wir halt nicht mal in die Schule durften. Da fand ich das ein bisschen seltsam, weil ich bin dann morgens auch immer sehr früh aufgewacht, weil ich immer dachte, die Schule fängt an und so. Mama und Papa haben mir dann immer am Anfang geholfen, weil es ja ein bisschen schwer war, am Anfang das zu verstehen. Es war Anfang April und die Straßen waren leer und es gab nicht so besonders viel zu tun. Und da hat man gedacht, kann ich nicht mit meiner Zeit was Sinnvolleres machen, als einfach nur rumzusitzen. Und als die Küche aufgeräumt war, haben wir gedacht, jetzt können wir noch ein bisschen die Welt retten. Und damit haben wir dann einfach angefangen. Moritz hat mich angerufen und hat gefragt, habt ihr noch ein paar alte Rechner, die ihr nicht mehr braucht? Meine Frau braucht welche für ihre Schüler. Und ich sag, wir haben ganz viele Rechner und alle anderen Unternehmen haben auch ganz viele Rechner. Und er sagt, das passt ja wunderbar, es gibt ganz viele Schüler, die Rechner brauchen. Und schon war die Idee geboren und haben angefangen. Das war unglaublich, weil normalerweise sind Dinge manchmal schwierig und gehen nicht und man müsste erst mal und so. Und es ging alles sofort. Und das hat uns so fasziniert und deswegen sind wir so durchgestartet. Am 27. August, wenn die Schule in Niedersachsen wieder startet, kann dieses unter drei Szenarien passieren. Der bisherige Plan besagt, wir fangen mit A an. Das sieht vor, dass die gesamte Schülerschaft hier einrückt und alle zur selben Zeit. Szenario B würde den Zustand von vor den Ferien wiederherstellen. Das heißt, die Klassen sind halbiert und in zwei Gruppen geteilt. Szenario C wäre der Lockdown. Die Schule wird komplett geschlossen. Homeschooling ist wieder angesagt. Diese Situation ist einmalig. Niemand von uns hat dergleichen bislang erlebt. Wir sitzen alle im selben Boot und wir können nur versuchen, gemeinsam das Beste aus dieser schwierigen Situation zu machen.